Hallo, heute gibt es mal ein bisschen Theorie, aber das schadet ja nicht, wenn man Ahnung hat. Ganz am Anfang noch ein bisschen Wiederholung. Hauptähnlichkeitssatz: Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn sie in zwei Winkeln übereinstimmen. So, rotes Dreieck, grünes Dreieck und der Winkel Alpha da ist bei beiden gleich. Das rote Dreieck hat einen rechten Winkel. Das grüne Dreieck hat auch einen rechten Winkel, also die beiden Dreiecke sind ähnlich. Und dann sind auch Seitenverhältnisse gleich. Also nehmen wir das grüne Dreieck, die lange Schräge beim grünen Dreieck im Verhältnis zum Fußboden beim grünen Dreieck und beim roten Dreieck die lange Schräge und auch der Fußboden beim Roten. Ja, die Seitenverhältnisse stimmen überein. Also nehmen wir Schräge vom Grünen im Verhältnis zu Fußboden vom Grünen. Und das muss dann genau gleich sein, der Schräge vom Roten im Verhältnis zum Fußboden vom Roten. Einrahmen, merken, wichtig, brauchen wir gleich wieder. So, unser rotes Dreieck hat sich ein bisschen gedreht, macht nichts, rechter Winkel ist trotzdem da und wir geben noch ein paar Eckpunkte an. Die Eckpunkte bestimmen immer die Namen der gegenüberliegenden Seiten, also Punkt C sorgt dafür, dass die Seite da unten C heißt. So, dann haben wir noch Seite A, Seite B und für heute auch noch wichtig, eine Linie, die Höhe. Die Höhe des Dreiecks, also vom Punkt C senkrecht auf die Seite C. F, der Fußpunkt der Höhe, teilt die Seite C in zwei Abschnitte ein, die nennen wir P und Q. So, jetzt kommt alter Bekannter, grünes Dreieck wieder. Rechter Winkel ist da, klar, die Höhe steht senkrecht auf der Seite und wir gucken uns mal hier diesen Winkel an. Der ist für das rote Dreieck und für das grüne Dreieck gleich groß. Also rotes und grünes Dreieck stimmen in diesem Winkel überein. Und außerdem hat das grüne Dreieck hier einen rechten Winkel und das rote Dreieck hat seinen rechten Winkel da oben. Sie stimmen also in einem zweiten Winkel überein. Und damit können wir sagen, rotes und grünes Dreieck sind zueinander ähnlich. Na, und wenn die beiden Dreiecke ähnlich sind, dann klappt das auch mit den Seitenverhältnissen. Also, beim roten Dreieck, die lange Seite ist das C, im Verhältnis zur mittleren Seite die Seite B. Okay. Beim grünen Dreieck, die lange Seite ist B. Im Verhältnis zur mittleren Seite vom grünen Dreieck der Strecke P. Okay, schön. Jetzt haben wir eine richtig schöne Formel. Noch besser wird es, wenn wir die als Kreuzprodukt ausmultiplizieren. Also B mal B ist gleich C mal P. Das sieht dann so aus. B mal B kann man noch als B-Quadrat schreiben. Und dann haben wir eine wunderschöne Formel, mit der wir sicherlich eine Menge anfangen können. Die gucken wir uns jetzt nochmal im Flächenbild an. Okay, also das Quadrat über der Kathete B, B-Quadrat, ist genauso groß wie das Rechteck, was gebildet wird aus dem Abschnitt P und der Länge C. Okay, und das nennt man den Kathetensatz. Noch sowas gefällig? Klar. A Quadrat ist dann eben Q mal C. Also, diese Fläche über der Kathete A ist genauso groß wie das Rechteck, was jetzt kommt, mit der Breite Q und der Länge C. Okay. Und ich denke, man merkt schon was.
Wenn ich nämlich die beiden Rechtecke zusammenfasse, komme ich genau auf c². Also, a² plus b² ist c². Damit haben wir gleich eine Begründung für den Pythagoras mitgeliefert. Okay, das war's an Theorie für heute.